Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Glabim, zu Emlyn Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Dieser Part kommt heute wahrscheinlich etwas später, da es schon 13 Uhr ist, wo ich das aufnehme. Es dauert ein bisschen, bis das im Kasten ist, bis das geschnitten ist und hochgeladen ist. Deshalb, ja, kommt es wahrscheinlich später. Aber, ja, ihr werdet es ja sehen. Trotzdem starten wir jetzt in den Vella-Vulkan-Park, die Prüfungsstätte der Inselmännerschaft, und schauen mal, wie wir uns schlagen in der Inselprüfung. Wenn du dir nicht den Tanz von Captain Chiave anschaust, verpasst du etwas. Na los, ab mit dir in den Vella-Vulkan-Park. Du wirst es nicht bereuen. Schon dabei. Da sind wir schon. Da wären wir im Vella-Vulkan-Park. Noch ein Schild hier. Vella-Vulkan-Park. Hier brennt das Feuer besonders heiß. Na denn. Dann werden wir hier bestimmt irgendein Feuer-Pokémon treffen. Im hohen Gras auch schon. Na. Ein Magpie. Na, wenn das kein Feuer-Pokémon ist. Magbrand entwickelt sich doch. Das hat, glaube ich, zwei Entwicklungen. Ich habe gerade die Weiterentwicklungsstufe nicht vor Augen. Und war das das, was ich dann in Loglock verwandelt? Nein, das ist was anderes. Das ist ein Starter-Pokémon, was in Loglock verwandelt. Das für Trainer. Schön, schön. Die Mehrzwecktasche. So, ein Item. Da sage ich doch nicht nein zu. Ein Hypertrank. Und weiter geht's. Achso, da muss ich durch. Und ein Trainer, den kann ich umgehen, den will ich aber nicht. Ich will hier erstmal nach Pokémon Ausschau halten. Ein Dartini. Das könnte das ein Feuer-Pokémon sein, Feuervogel? Und könnte es sein, dass wir das schon mal im Team hatten im letzten Pokémon Sonne Let's Play? Könnte sein. Könnte hinhauen. Okay, dann kämpfen wir mal gegen sie hier. Prüfungsverbreitung. Ein Trainer auf Inselmannschaft. Zeig mir deine Pokémon. Ich will Fotos machen. Paparazzi. Paparazzo. Urlauberin Babsi fordert dich heraus. Na dann, fordere dich mal heraus. Fordere mich mal heraus mit deinem einen Mauzi. Pikachu. Los, Pikachu. Ich wähle dich. Donnerblitz. Oh, du hast gar keinen Donnerblitz. Doch, du hast Donnerblitz. Donnerblitz. Na komm, los Pikachu, Donnerblitz! Streng dich an! Pikachu ist zurückgeschickt, was? Gibt's doch gar nicht! Donnerblitz, los! Pika, Pikachu! So, Mauzi fast besiegt. Pikachu aber auch fast besiegt. Wie wär's mit nochmal Donnerblitz? War das so, da war's um das Mauzi geschehen. Aber mein Pikachu ist etwas geschwächt. So können wir doch nicht zur Prüfung gehen. Ich habe gegen einen Trainer auf Inselmannschaft verloren. Das ultimative Erlebnis. Und damit war es auch wieder mit meinem Setlock hier. Aus der Vella-Vulkan-Park-Gegend. Ja, so sieht die aus, als ob die mit ihrem Handy irgendwie vloggen würde. Frankie gewinnt 1140 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Vloggerin hervor. Ja. Das könnte in der Tat eine Vloggerin sein. So wie die aussieht. So, was haben wir hier? Schon die Inselprüfung oder? Muss man erst noch irgendwo durch. Hallo, ich bin eine der drei Vulkanschwestern. Und obendrein noch die süßeste. Durch diesen Tunnel gelangst du zum Gipfel des Vulkans. Okay. Danke, süßeste Vulkanschwester. Wo finde ich deine Kollegen? Deine beiden Geschwister, wenn ich natürlich. Du findest das Item Gegengift. Gegengift wurde in meiner Medizintasche verstaut. Ja gut, ich hüpfe mal hier einfach runter, da war schon die Prüfung, aber hier gibt es noch was zu entdecken.
Ein Lichtstein. Nein, ein Leichtstein. Da ich mich verlesen. So, wenn das nicht die nächste Schwester ist. Hallo, ich bin eine der drei Vulkanschwestern und obendrein noch die schönste. Hier geht es zur rechten Seite des Vulkans. Ah, die niedlichste, die schönste. Und die letzte ist dann die stärkste, oder was? Du bist jetzt die stärkste, oder? Wie soll ich mir das vorstellen? Hallo, ich bin eine der drei Vulkanschwestern und obendrein noch die reizendste. Ah, die niedlichste, die schönste und die reizendste. Ah, macht Sinn. Hier geht's zur linken Seite des Vulkans. Da komme ich doch gerade her, oder? Oder irre ich mich da? Jetzt ein Pokéball. Da willst Pokémon. Na, was hast du da? Ein Molunk? Ja. Ja, ein Molunk. Ich kann mich daran erinnern, dass Let's Play Markus das als Teammitglied hat. Wahrscheinlich hat er es hier gefangen. Ach du Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass der mich von dort aus angreifen kann. Dann schicke ich dir mal das Elite-Kadabra eines echtes Trainers. Ich kann ja richtig reden. Ich verspreche mich selbst nicht, mit ihnen zu kommunizieren. Klingt das also an. FM. Okay, die kriegen wir auch noch hin. Pikachu! Stimmt ja, Pikachu ist schon fast erledigt. Kriegst du es trotzdem hin, Pikachu? Pikachu, Donner! Komm, Donner! Einfach Donner, nicht Donnerblitz, sondern Donner! Zack! Hallo, Möhre! Jau! Das ist nice! So, das ist effektiv. Zu meinem Leidwesen. Was? Flügelschlag? Nein! Wieso darf er zweimal hintereinander einsetzen? Was zum Geier? Nein, Pikachu! Pikachu wurde besiegt! Nicht mein Pikachu! Da müssen wir Steve einsetzen. Steve, komm! Steve, sei du im Kampf effektiv. Wie wäre es mit Pflücker? Das ist doch eine bewährte Attacke, die du bisher immer sehr gut eingesetzt hast. Ja, und auch jetzt hat sie was gebracht. FM besiegt. Und da war es nur noch einer. Ein Teammitglied. Level 21 für Steve. Ruheort. Okay, das ist nicht schlecht, diese Attacke. Aber was können wir vergessen? Superschall. Ja, Superschall kann man vergessen. Ja, Attacke vergessen. 1, 2 und schwupp. Superschall vergessen und Ruheort erlernt. So, Kids erreicht Level 16. Aquawelle. Aquawelle gegen Crashpflege austauschen. Das Fischgesicht ernennt Aquawelle. Mary erreicht Level 16. Was für Sachen hier? Oh, lalala. Oh, lala. Pokémon wechseln? Nein, weiterkämpfen. Steve hält noch ein bisschen was aus. Geht gleich alle Teammitglieder hier ein Level ab. So, noch einmal Pflücker. Ich weiß halt noch nicht, ob das effektiv ist. Ich habe scheinbar noch nie gegen einen Kadabra gekämpft, aber. Wir werden es gleich herausfinden. Pflücker wurde ein bisschen blockiert. Was? Wir werden es wohl nicht herausfinden. Ach du Schande. So, Psystrahl von Kadabra. Das bringt ordentlich was. Okay, Schnabel, mittelmäßig. Kann ich jetzt Pflücker noch einsetzen? Nein, Pflücker ist blockiert. Hält den Schnabel. Nein, Psystrahl. Nein, Psychostrahl. Steve wurde besiegt. Nein. Das wird ja saftig hier. Lea, mein Maskottchen, komm du in den Kampf. Kämpfe du gegen das Kanabra tapfer. Streit. Wäre es mit einmal Mogelhieb. Das klingt doch vielversprechend. Zack. Ist aber nicht vielversprechend. Nicht wirklich. Oha. Diese Attacke, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie blockiert einfach meine Attacken. Da muss ich wohl Biss einsetzen. Na komm, beiß es zu Tode. Ja, nice. Beiß es den Kopf an, beiß ihm den Kopf ab. So. Haben wir das auch geschafft? Müssen wir gleich mal zum Pokémon-Zentrum, bevor wir zur Prüfung gehen. Sonst wird das nichts mehr mit der Prüfung. TM39 Felsgrab. Ich habe aber gar keinen Kleinstein oder so. Dass das einsetzen könnte. Oha, ein Trainer, nein. Wollen wir jetzt doch verhindern hier. Ja, wie komme ich hier wieder runter? Wie komme ich heile hier wieder vom Berg runter? Frag mir das einer. Hier mal runtergehopst. Hier nochmal runtergehopst.
Ich habe mich hier deutlich verirrt auf dem Berg. So, da sehe ich schon Lava. Hier noch ein Item. Feuerheiler. Hm, das kann ich bei der Prüfung gebrauchen. Das ist sehr gut. Das ist sehr hilfreich. So, das ist bestimmt die erste Schwester. So, die habe ich schon besiegt. Dann kann ich vorbei. So, hier runter. Ja, das sieht doch schon nach Ausgang aus. Erstmal ein Pokémon, ein wildes Pokémon. Welches wohl? Ein Dartiri. Das fangen wir uns nicht. Weil ich bin mir sicher, das hatten wir im Team. Nein, diesmal nicht. Flucht gescheitert. Nein! Kit ist im Kampf und ich darf nicht fliehen. Nein, ihr rettet mein Fischgesicht. Flucht gescheitert. Nein. Du Fischgesicht, flieh doch endlich mal aus dem Kampf. Verdammt. Dartiri ruft um Hilfe. Keine Hilfe aufgetaucht. Haha. Da lässt du mich jetzt vielleicht mal fliehen. Ja, du bist entkommen. Dankeschön. Muss nur sagen, Dankeschön fürs fliehen lassen. Statt heute ein bisschen. Nee, Spaß. Wen haben wir denn da? Ein Dragostro. Ach du Schande. Den muss ich mir doch unbedingt fangen. Muss mir sogar mit ins Team nehmen. Dragostro, komm. Aber unbedingt. Ist zwar weiblich, aber komm schon. Irgendwo muss das irgendwie, ja komm, fange ich mir. Einmal Aquawelle soll sehr effektiv sein. Vielleicht ist es auch schon zu effektiv. Mal schauen. Nein, zu effektiv ist es nicht. Gerade effektiv genug, um das Pokémon zu fangen. So, ich glaube, dass Kitty müssen wir uns hier aufheben, das Fischgesicht hier. Weil in dem Feuerkampf dort oben auf dem Berg auf der Prüfungsebene könnte sehr hilfreich sein, da mit Wasserattacken zu kommen. Dragostro ruft um Hilfe. Es kommt nichts. Doch, es kommt was. Ein Dragostro erscheint. Jetzt kann ich das nicht mehr fangen, oder? Weil es zu zweit sind. Wie wäre es denn, wenn ich es mal ausprobiere? Mein einziger Hyperball. Komm. Es klappt nicht. Man kann nicht zielen, wenn zwei Pokémon in der Gegend sind. Ach du Schande. Ach du Schande. Ach du Schande. Dann muss ich wohl erstmal das andere besiegen. Na komm. Aber das ist Level 19 und männlich. Doch nicht mehr doch das Dragostro mein Level 19 und männlich. Und besiegt lieber das Weibliche. Ja, keine Diskriminierung gegenüber weiblichen Dragostros, aber ich will ein männliches Dragostro. Ich hab's einfach lieber, versteht ihr? Nicht diskriminierend gegenüber den weiblichen, aber ja, ich kann es nicht ausdrücken. Es gibt so manche Pokémon, die möchte ich halt einfach weiblich haben und manche Pokémon, die möchte ich männlich haben. Zum Beispiel das Sofis, das ist weiblich. Das ist ganz in Ordnung. Das hier, das Kids-Pokémon hätte auch weiblich sein können. Das ist völlig in Ordnung. Aber so manche Pokémon, da bin ich halt ein bisschen wählerisch. Versteht ihr, was ich meine? So, können wir jetzt das Dragostro fangen oder was? Man ruft es jetzt noch um Hilfe. Kitte wurde besiegt. Ja, von mir aus. Kann es halt in die nächste Pokémon fangen. Kann Hoodie mal in den Kampf und da mal Parole stehen hier für das Kampfdingens. Für den Hyperball. Los, wirf den Hyperball. Zack. Na komm, das muss doch klappen. Das ist mein einziger Hyperball. Komm. Und 1, 2, 3 und 4. Nice, gefangen. Ein Dragostro wurde gefangen. Wie nennen wir das jetzt? Was könnte denn ein Dragostro sein? Was könnte denn Dragostro für einen Namen haben? Wir haben 24 Hoodie, Pflücker. Was? Pflücker auch Hoodie? Ja. Können wir doch, wie das bei Dingens klappt. Den Schnabel ersetzen. Ja, ich glaube, das bringt was. Ja, den Schnabel ersetzen. 1, 2 und schwupp. Schnabel vergessen und Hoodie erlernt Pflücker. Na dann. Wie nennen wir das Ding? Da haben wir schon mal einen Pokédex-Eintrag. Registriert. Nennen wir es doch Hinkelstein. Ja, eine Person aus Blackies Community. Ist mir auch bekannt. In mein Team oder in eine Box.
So, jetzt erstmal zum Pokémon Center. In die City. Zur Avenue Royale. Ist das Traugos erstmal auf die Box gelegt, mein Pokémon-Team geheilt und ja. Erstmal mit dem Team möchte ich die Pokémon-Prüfung, die in diese Prüfung bestehen, sowieso noch öfters aussortieren müssen hier. Es wären noch so viele neue Pokémon gefangen werden. Das wird sich noch ständig ändern. Es wären noch einige Pokémon müssen und einige Pokémon neue zum Team hinzukommen müssen. Das ist zwangsläufig so. Da ich jetzt schon die 6 Pokémon voll habe und ja. Das Top 4 Team wird sowieso erst relativ spät feststehen. So, das wird sich einfach bilden, das wird sich einfach zeigen, welche Pokémon sich halt einfach beweisen lassen. Ich werde versuchen, ein ausgeglichenes Team zu erstellen, halt, dass irgendwie ein Wasser-Pokémon drin ist, dass ein Pflanzen-Pokémon drin ist und halt irgendwie halbwegs starke Pokémon drin sind. Und dann geht das. So, die Inselprüfung. Wella Vulkanpark, Herrscherbereich. So, Save, der wartet auf uns. Ich bin's, Kiave. Zusammen mit meinen Knogger hatte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Also meine Prüfung, weißt du, damit verhält es sich ein klein wenig anders als mit anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich hier natürlich trotzdem stellen, stimmt's? Oder habe ich recht? Unbedingt möchte ich mich dir stellen. Die Inselprüfung beginnt. Meine Prüfung erfordert vor allem eins, eine gute Beobachtungsgabe. Du solltest mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänze jeweils unterscheiden. Schön, möge die Prüfung beginnen. Dann lasst die Prüfung beginnen. Da sind es 3 Knogas. Nicht jetzt. Präge dir die Tanzpose gut ein. Okay, ich versuch's. Und was ist anders beim vorigen Tanz? Das Knogger in der Mitte? Na, sowas! Das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Knogger. Knogger! Ein Kampf gegen Knogger. Ein Feuerknogger. Ein Knoggerwild erscheint. Da mal ein Pikachu. Seht ihr, in das Pokémon kann sich das, wie hieß das, das Dingens, was wir gerade eben unten gefangen haben, entwickeln unter Umständen. Deshalb, ja, okay, ja, sieht schon cool aus. Also würde ich auf jeden Fall trainieren wollen. Ich probiere es mal mit Donner, obwohl ich bei Pikachu mir nicht sehr sicher bin. Da bin ich mir wirklich nicht sicher, bei Knogger. Also der Typenvorteil ist nicht unbedingt vorhanden. Aber ja, Donnerblitz, mal schauen, was das bringt. Ja, nichts zumindest. Ich glaube, ein Wasserbuhmann wäre besser, aber vielleicht kann ich ja Kit noch einsetzen. Los, Donnerblitz. Badatz. So, Knogger besiegt, oder was? Nice. Ich habe schon erhält 654 Erfahrungspunkte und geht sich gleich aus dem Kampf gegen den ersten Knogger hervor. Es kommen, glaube ich, noch 2, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, versucht Finte zu erlernen, aber bitteschön. Mach das doch mal. Du musst halt Biss verlernen. 1, 2 und schwupp. Biss vergessen und Finte erlernt. Mary erreicht Level 17. Das Knogger war außerordentlich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig nagst. Es hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Vor lauter Freude, ist klar. Und weiter geht's mit Tanz Nummer 2. Okay, ich schaue es mir ordentlich an. Oh, ha, was ist denn da passiert? Präge diese Tanzpose gut ein. Wer ist anders? Und was ist anders als beim vorigen Tanz? Ach du nein.
Der Mund, oder? Na, sowas. Das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Wanderer. Anola! Nice. Gegen den Wanderer. Der Wanderer Gareth fordert dich heraus. Der hat einen Magmarer im Team. Ja, nice. Das ist doch mal schön. In der Prüfung. Ist aber nicht neu, weil ich da schon aus Pokémon Sonne kenne. Und Pokémon Sonne war das ein bisschen anders. Das ist plötzlich aufgetaucht. Da war der im ersten nicht drin, aber im zweiten war der schon drin. Ist dann plötzlich. Uha! Im zweiten Bild war plötzlich ein Wanderer mit dabei. Wer ist neu? Der Wanderer. Was hat sich geändert? Das ist jetzt schön ein bisschen anders gemacht, aber. Ja, auch gut. Ladestrahl wird abgewehrt. Cosmog. Weißt du, Cosmog? Nee, der heißt nicht Cosmog. Cosmog ist das kleine Wölkchen dort. Magma heißt das. Das bestimmt, dass die Attacke. Nein, die Attacke war das. Die Attacke, wie heißt denn die Attacke? Ja, jetzt mein Pikachu von hinüber. Na toll. Das größte. Im Kampf kommt noch. Das Herrscher-Pokémon. Versuch's mal mit Pflücker. Gib dein Bestes, Steve. Ich muss eh noch ein Belebe einsetzen. So, das war dein Bestes. Superb. Das wollte ich von dir sehen, Steve. Dankeschön. Schaust du anderen gerne beim Tanzen zu? Zwergfee gewinnt 608 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Wanderer hervor. Der Wanderer war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Er hat dich vor lauter Freude so angegriffen. Ja, immer wieder schön. Immer wieder freudenswert. Kommen wir nun zum letzten Tanz. So, der erste Tanz. Der Wanderer wieder im Bild. So, ja, präge den Tanzpose gut ein. Hab ich. So, und du? Bringt der Wanderer wieder rein. Oh, es ist ein zusätzliches Kangama rein. Quatsch, kein Kangama, aber ein Knogger drin. Und was ist anders als beim vorigen Tanz? Das Herrscher-Pokémon, das Pokémon mit Knochen, das größte Pokémon, das große Pokémon, das fröhliche Pokémon, kann ich es nochmal sehen. Das rechts dort, wenn das mal nicht das Herrscher-Pokémon ist. Ist bestimmt das Herrscher-Pokémon. Das Herrscher-Pokémon! Na sowas! Das hast du gut gemacht, fast schon ein wenig zu gut. Das sind bestimmt alles richtige Antworten. Das ist, kann man alles nehmen. Ein Auftritt, Herrscher-Pokémon! So, da geht's los. Knogger, Herrscher greift an. Na den. Fühlt sich in besondere Aura. Das heißt, es kann einen Set-Attack einsetzen. So, mein Team, volle Power. Ich fürchte, wir müssen irgendwie ein Wasser-Pokémon nehmen, also das Kit. Obwohl, Knogger ist halt nur wirklich ein bisschen Feuer-Pokémon. Ach, die Schande, Steve wurde besiegt. Auf einen Zug hier. Na gut, Kit, versuch du dein Bestes. Ich weiß, du bist nicht sehr trainiert und hältst nicht sehr viel aus. Bist erst Level 17, aber vielleicht kannst du dir eine Attacke einsetzen, eine Wasserattacke. So, es kommen definitiv Mitstreiter. Ein Amphiria. Okay, Amphira heißt das. Aquawelle auf Knogger. Na dann, hoffe ich doch, dass auch Haut ordentlich rein. Und ich darf mal reinhauen. Na komm, Folterknecht. Eieiei. Wenn der jetzt noch was einsetzt, dann bin ich am Arsch. Und ich bin am Arsch. Ja gut, da muss Kids nur ein bisschen länger aushalten, dann geht das unter Umständen. Hoodie will ich gar nicht einsetzen, das ist ein Pflanzen-Pokémon, das ist also, brauchen wir gar nicht drüber debattieren, dass das irgendwie was bringen könnte. Finde ist sehr effektiv, alle anderen Attacken sind wirkungslos. Bei der, na dann komm, lass sie doch mal angreifen hier. Von Möhre, Finte. Können wir gleich mal testen. Na, volle Möhre war das nicht, aber ausreichend. Naja, ausreichend war es auch nicht, aber. Ja, ja. Muss mir zurechtkommen. Ach du Schande! Die Attacken sind doch mega schwer. So, Lea kann noch einmal einsetzen. Kann Lea bitte noch einmal einsetzen. Einmal noch. Bitte, 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 bitte. Komm, komm, komm. Sei nicht unfair. Lass mein Lea nochmal angreifen. Komm. Bitteschön. Danke. Dankeschön. So haben wir es schon zur Hälfte besiegt. Kann sich hoffentlich nicht selbst teilen. Joa,
Da war es um leer geschehen. So, ich setze trotzdem mal Hoodie ein. Und Mary ist dann dazu zuständig, meinen Pikachu zu heilen. Ja, vielleicht kann Pikachu was einsetzen. Unheilböen sollen effektiv sein. Also los, los drauf, drauf auf das Knogger. Komm, 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 Hoodie, komm, Hoodie. Enttäusch mich nicht. Giftwolker. Hey, ei, ei, ei. Vergiftet, das ist nicht schön. Flammenrad, nein, 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 nicht Flammenrad, nein. Oha. Unheilböen, komm, 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 lass das wenigstens noch was bringen. Ja, okay, ja, ja, akzeptabel, 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 akzeptabel. Durchaus akzeptabel. Und ihr wurde besiegt. Ja gut, ich habe jetzt keinen Top-Beleber. Und Mary wird die so lange standhalten können. Sie hat zwei sehr effektive Attacken. Aber wird sie die einsetzen können? Ah, Husky Tisky. Steinwurf auf Knogger. Komm, ich riskier's, ich riskier's, ich riskier's. Komm, 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 mach's alles. Es könnte der letzte Hieb sein. Durchbruch. Nein, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Nein! Ah, verkackt. Ja, müssen wir halt nochmal hinkommen mit voll aufgeladenen Pokémon. Pikachu war ja schon besiegt und ja, Steve war auch nicht mehr ganz bei sich beisammen. Naja, Zwergenvieh hat kein kampffähiges Pokémon mehr und wird ohnmächtig. Gerät in Panik und verliert ein paar Pokédollar. Und zum nächsten Pokémon Center. Lass uns erstmal deine Pokémon heilen. So, dup, 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 alle wieder aufgeheilt. Da kommt jetzt wieder das Wort aufheilen. Standard. So, 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 so. Und da haben wir hier. Ah, es gibt neue Sachen. Warensortiment. Da kaufe ich mir doch glatt mal was. Beleber oder was? Ja, Beleber. Vielleicht habe ich drei, habe ich noch. Da brauche ich deutlich mehr. Na, deutlich mehr brauche ich nicht, aber ich kaufe mir erstmal 5. So, wenn mein Team stark genug ist, dann schafft es auch ohne. 15, ja, komm, das reicht. Die 15 Tränke reichen aus. Braucht sowieso kaum welche. Auf zur Prüfung. Versuchen wir es noch einmal. Auf geht's. Na dann. Kein kampffähiges Pokémon mehr. Ich würde sagen, wir machen das offscreen und zeige euch das dann wie bei der letzten Inselprüfung dann im nächsten Part. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Part. Wir sehen uns. Und damit es euch gefallen haben, lasst ein Abo da und ja. Ciao, ciao.